So, wo sind wir hier? Deine Pokémon sehen müde aus. Gönnen ihnen eine kleine Pause. Ja, das ist gut. Das ist mal eine gute Idee. Hier, deine Pokémon sehen gut aus. Mach weiter so. Das ist mal eine sehr, sehr gute Idee. Da du es bis hierher geschafft hast, musst du gut sein. Ich werde in diesem Kampf alles geben. Vor allem mit dem Schnitt, ne, wenn ich jetzt Real-Life-Aufnahmen mache, mache ich ja immer einen Weißabgleich. Wenn das Weiß dann nicht weiß aussieht, ist natürlich auch doof. Astrainer Susi möchte kämpfen. Astrainer Susi schickt Pikachu in den Kampf. Jetzt nicht unbedingt... Achso, ich habe noch einen Glück. King als erstes, ja, das sollte doch dann kein Problem sein. Ich hätte irgendwie gedacht, ich hätte Tobos noch als erstes. Das sieht eigentlich schön aus, ne? Pikachu Sprite, der gefällt mir sehr gut. Haben sie schön gemacht bei Kristall. Astrainer Susi setzt Turtok ein. Möchte ich das Pokémon wechseln? Ja. Ist halt nun mal voll das Wasser-Pokémon. Oh, auch schön. Also die Kristall-Sprites sehen schon echt cool aus. Ja, der Brandknie war richtig. Regentanz. Oh ja, ja. Das kleine bisschen. Einmal durch den Panzer geschnitten. Wir ziehen 1440 Erfahrungspunkte. Weil Turtok besiegt ist. Astrainer Susi wurde besiegt. Nein, ich kann das nicht glauben. Ich bezwang 8 Arenaleiter, also hatte ich genug Selbstbewusstsein. Das nächste Mal muss ich mich mehr anstrengen. Dach, wenn du Hartkämpfe bestreitest, wirst du stärker. Astrainer Mike möchte kämpfen und schickt Satsinia in den Kampf. Will Nidoking weitermachen? Ach komm, versuchen wir mit Nidoking. Der braucht auch halt noch Erfahrungspunkte. Level. Warum kann das Rasierblatt? Ich will das auch können. Scheiß Rasierblatt, ey. So, Satsinia wurde besiegt. Oh, Leo ging erreicht Level 36. Astrainer Mike setzt Kingla ein. Bleiben wir bei Nidoking. Ach, wollte eigentlich keinen Tackle machen. Aber okay. Stärke. Ah!
Haben wir 10, ja. King, da ist ein Wasser-Pokémon. Sehr effektiv und wird besiegt. Und das Ziel erreicht Level 39. Das nächste setzt der Flamara ein. Muss ich das Pokémon wechseln? Ja. Flamara ist das Ziel jetzt nicht so gut. Ach ja, wieder Kadabra mal in den Ring werfen können. Ja, Kaskade. Oh. Das bisschen jetzt. Aber Surfer geht definitiv nicht, da nicht daneben. Eine Riesenwelle. Die Attacke ist sehr effektiv und Flamara wurde besiegt. Ui, das erste Level up für Suicune. Versucht Aurora Stahl zu lernen. Boah. Aurora-Strahl. Das ist jetzt eine ziemlich starke Attacke, ne? Die Attacke soll vergessen werden. Windstoß. Und lernt Aurora-Strahl. Astrina Maikul besiegt. Ja, das Leben ist noch härter. Dann gehen wir dann wieder runter und heilen uns. Hidoking ist schließlich besiegt worden. Hi, hier, deine Pokémon sehen gut aus. Mach weiter so. Vielen Dank dafür. Was ein Weg nach Kanto. Sind darüber zu schippern? Ja, komm, wir gucken mal. Zeit nehmen wir uns. Nicht, dass da irgendwas Tolles ist. 50 Sonderbonbons beispielsweise. Okay. Eine Sackgasse. Hätte ja sein können, dass da 50 Sonderbonbons sind. Ganz bestimmt. Ich treffe die letzte Vorbereitung für die Pokémon-Liga. Müssen die auch alle die gleichen Orden bekommen haben, ne? Dann müssen die alle, weil der Sandra die Sandra besiegt haben, ohne dass die dem Opa da besuchen mussten. Nur ich nicht. Ich werde Beschwerde einreichen. Schade, wenn er noch ein bisschen überbleibt. Astrid Fred setzt Entoron ein. Pokémon wechseln? Ja. Ich will einfach mal testen. Aurora Strahl. Auch wenn es hier Wasser gegen Wasser nicht gut ist. Aber Aurora Strahl ist ja keine Wasserattacke. Okay, ist nicht sehr effektiv. Drei Treffer erlitten. Kadabra. Komm, versuchen wir mit Kadabra. Das ist natürlich jetzt bitter, ne? Oh,
haut er natürlich richtig schön rein. Ziehstrahl. Entauern wurde besiegt. Hat für Kadaver ausgereicht, ihn zu besiegen. Astrina Fred wurde besiegt. Ich habe es verwandelt. Ja, hast du. So, kommen wir endlich mal hier irgendwo raus. Da ist noch ein Item. Top-Elixier. Eine Trainerin scheinen wir noch zu haben. Ich habe gegen einen Trainer namens Klaus verloren. Er war sehr stark, aber es scheint, als sei er vom Siegen besessen. Seine Pokémon taten mir leid. Tja, den kennen wir schon. In einem Weilchen. Astrina Dea möchte kämpfen. Und schickt Galoppa in den Kampf. Das ist jetzt aber wirklich was für Sikune. Agilität. Mal Whirlpool mal machen. Ja. Feuerwirbel bringt ja auch nicht viel bei Galoppa. Sehr effektiv, aber macht kaum Schaden, ne? Kaskade. Ja, drei Treffer erlitten, aber nicht wirklich was ausgemacht. So, die Attacke ist sehr effektiv und Galopp war besiegt. Nidoking 739 und Zikun auch. Astrina Dea wurde besiegt. Pokémon sind keine Kriegswerkzeuge. Pokémon sind unschätzbare lebenslange Partner. Meine letzte Niederlage liegt lange zurück. Du kämpfst sehr gut. Wir sollten wieder kämpfen. Ich glaube, dass ich stärker werde, wenn ich einen starken Trainer wie dich herausfordere. Wie sieht's aus? Ist mir deine Tür? Nein. Hauptsache, ihre letzte Niederlage liegt weit zurück, hat aber gerade erst gegen Klaus wohl verloren, ne? Ja, sehr lange. Nur Trainer, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen eintreten. Oh, alle 8 Orden von Johto. Geh bitte weiter. Du bist auf dem Weg zur Pokémon-Liga, nicht wahr? Die Top 4 sind so stark, dass es einem Angst macht. Sie erwarten dich. Dieser Weg führt zum Silberberg. Dir werden beängstigend starke Pokémon begegnen. Bin ich tatsächlich in der Ziegelstraße? Ist Lavados hier auch? Ist das die? Aber ich komme dann tatsächlich auch gar nicht erst nach Kantoru richtig rein. Die blockieren das. Ich glaube, ich sollte doch nochmal zurückgehen und nochmal heilen. Das könnte sonst problematisch werden. Nicht komplett stark hier reinzugehen.
Ja, das machen wir lieber. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Kobalt wurde besiegt. 830 Erfahrungspunkte für Video King. Ich mal kurz hier einen Blick riskieren. Das scheint das Felsenrätsel nicht so sein, ne? War nicht direkt am Anfang so ein Felsenrätsel von der Siegestraße? Flup, 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 flup. Ja. Ah. Geh immer da über das hier hinaus. Ach, gut, dass hier ist, sonst müsste ich jetzt komplett immer nach Kyoto zurück. Schon echt doof. Dann schauen wir mal. Also die Siegerstraße und so ist zwar hier. Aber wir müssen wahrscheinlich wirklich erst die Top 4 besiegen, bevor wir nach Kanto direkt selber rein dürfen. Aber die sind schon nicht ohne hier, ne? 35er Pokémon. Dann kommen noch ein paar Erfahrungspunkte hinzu hier. Ah. Immer dieses kleine bisschen, ey. Komm, verwirr dich selber. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich werde mal Kadabra als erstes nehmen. Georg. Ach, weil dieses Intensität-10, ey. Mann! Das Kadabra besiegt. Die Erfahrungspunkte lasse ich ja nicht liegen. Video King erreicht Level 37. Oh. Ein Riron. Guck, wie viel mit Flügelschlag da ausmacht. Dürfte eigentlich nicht viel bringen, ne? Noch nicht wirklich weit gekommen und schon sieht es nicht so schön aus, weil die Gegner halt auch stark sind hier mit Pokémon. Dacke ist sehr effektiv. Wir haben besiegt Torboss, 306 Erfahrungspunkte. Suicune auch. Unix. Taurus ist gleich Level 39.
Attacke ist sehr effektiv und Onyx wird besiegt. Und Towers ist Level 39, sag ich ja. Ich glaube, ich nehme ihn jetzt hier als vordersten. Ich muss aber gut hier durchkommen.